Ja, die neue Saison steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und trotzdem sind die Ambitionen jetzt schon ziemlich groß. Ich glaube, das kann man nach den ersten Spielen schon sagen. Der SC Potsdam möchte erneut oben angreifen und das mit einer neuen Truppe, die wir peu à peu so ein bisschen vorstellen möchten. Und dazu begrüße ich unter anderem Christina Kuntschewa bei mir, neue Kapitänin bei den Potsdamerinnen. Und auch Suvi Kokone ist bei uns. Schön, dass ihr beide hier seid erstmal. Mittlerweile nennen wir das Ganze ja übrigens nicht mehr Pressekonferenz, sondern Teamtalk. Das heißt, es macht so ein bisschen entspannter. Wir können uns ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen entspannen und einen entspannten Schnack halten, wenn man das so sagen möchte. Und wir fangen direkt mit dir an, Christina. Du hast schon viel in Volleyball-Europa gesehen. Du hast in der Türkei gespielt, du hast in Rumänien gespielt, letzte Saison in Frankreich. Vielleicht, um dich den Fans auch so ein bisschen vorzustellen, wie würdest du dich selber beschreiben? Was bringst du dem Team mit? Yes, I've played in a couple more countries, but for sure the level in those three were one of the best. I can describe myself with a couple of words. I'm very ambitious, I'm easygoing, and I'm a perfectionist. So usually we will never hear me say that I'm completely 100% happy with our performance, or mostly with mine. But it is what it is. What do I bring to the team? I think the best plus with me is the experience and the fact that I'm very strict into the supporting system and I like everything to happen in a free and easygoing spirit. Ja, also sie sagt, dass die Level auch in den Stationen davor natürlich sehr hoch waren. Sie, eine ambitionierte Spielerin, ist schon fast perfektionistisch angehaucht. Das heißt, wir werden niemals von ihr hören, dass das ein 100% perfektes Spiel war, wo ich sehr darauf gespannt bin im Laufe dieser Saison. Und natürlich bringt sie eine Menge Erfahrung mit. Wir machen weiter mit dir, Suvi. Du bist ein bisschen jünger als Christina, hast also noch nicht ganz so viele Stationen durchlebt. Aber, und das ist der große Unterschied, du kennst die deutsche Liga schon, hast letzte Saison in Vilsbiburg gespielt. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, warum du dich in dieser Saison für Potsdam entschieden hast. Yeah, I was in France 2 years, in Nantes, and I really like it. But also last year in Vilsbiburg, I learned how German league works. And that's why I'm really happy that Potsdam contacted me, because I really like German league. And I chose Potsdam because it's a great club and it's a great opportunity to me to play here, so I'm really happy to be here. Ja, also auch sie hat 2 Jahre schon in Frankreich gespielt, letztes Jahr dann, wie gesagt, die deutsche Liga kennengelernt und irgendwo auch lieben gelernt, deswegen ist sie froh, dass die Anfrage vom SC Potsdam kam und ist mittlerweile sehr froh, auch bei diesem großen Club angekommen zu sein. Jetzt hattet ihr beide schon ein bisschen Zeit, euch in Potsdam einzuleben. Seid ihr denn happy? Was sagt ihr? Yes, I'm really happy to be in Potsdam. Like, I feel like the city is really nice and like people here are really nice and the gym is great, so I feel like I'm really good settled, let's say. And also the team is really nice. I like everyone in this team and I feel like we have a good team chemistry. So I'm excited what this year will bring. Kurz zusammengefasst, sie ist sehr, sehr glücklich, freut sich hier zu sein. Das Team ist super und ich gehe davon aus, Christina, bei dir das gleiche. Copy and paste. I felt at home from the first moment I came here. It sounds a little bit crazy, but it's actually true. We have this supporting atmosphere around us and everything is just working well for all of us. We matched our characters in a way that I was not really expecting that it will happen that soon. Also with the staff, the organization, the people who are working for us to feel good and to be able to do our job. It's just like one family right now. Das ist schön zusammengefasst. Also der SC Potsdam quasi eine große Familie, die Abläufe stimmen, die Organisation stimmt. Innerhalb des Teams hat man sich mittlerweile kennengelernt und Christina meint auch, das ging deutlich schneller, als sie am Anfang dachte. Das heißt, grundsätzlich eine gute Voraussetzung für diese Saison. Und da gehen wir in die Saison rein. Nach dem 3:0 in Dresden gab es ein 3:0 gegen Aachen. Wir wollen nochmal kurz auf das 3:0 in Dresden anspringen, Christina. Das Auftaktspiel war sehr, sehr tough. Vor allem der erste Satz war sehr knapp. Am Ende habt ihr ein Comeback gebracht. Wie stolz bist du auf das Team, dass das am Ende doch noch irgendwie funktioniert hat? It was a tough one. If I need to be honest, we were expecting a hard game, but we were not expecting to go that unsecure, if I can say, in the beginning of the game. It was a crazy rally. I'm so proud of the team, of everyone, of the girls, of the staff, the way we handled this situation.
I'm pretty sure nobody in the hall or in front of the screen thought that we are able to do that. But that's what I say, that was a fighting spirit and that was a winning mentality. Genau, also das Spiel war, wurde als ein hartes eingeschätzt. Es war am Ende noch ein Stückchen härter und keiner ist davon ausgegangen, dass es gerade im ersten Satz dann doch nochmal so brenzlig wird. Am Ende hat der Verein, der SC Potsdam, Mentalität bewiesen und vor allem Siegermentalität ebenfalls wichtig dann für die laufende Saison. Ich hatte es gerade angesprochen, die ersten beiden Spiele gingen dann jeweils 3-0 aus und dann gab es ein 0-3 in Schwerin. Ohne Frage, Schwerin auch ein Favorit auf den Titel. Die haben es uns im letzten Jahr schon schwer gemacht, im SC Potsdam. Wie hast du das Spiel erlebt gegen Schwerin? Was hat Schwerin gut gemacht, beziehungsweise ihr vielleicht nicht ganz so gut? Listen, Schwerin is a great team. They have good players. They have a good organization that's helping them also prepare and do well on the games. But also we have the same thing. We were expecting it to be that hard. Unfortunately, we couldn't manage to do everything that we were supposed to do. We were not, I think maybe we were not that much aggressive like against our previous two games, but they used their qualities in their best way, their serve, also their reception, and they just stuck to their system very well. And you saw that in the end, we didn't really play our best game. So the only thing I can say is that we can always learn from our mistakes and we can see where were our strong sides and where we needed to put more pressure, also on us, mostly on us, because I think that it doesn't really matter what and how the other teams are doing. The most important thing is if we can put this step up and we can manage to push ourselves enough. To be better. Also Schwerin war eine klare Erwartung, ein starkes Team, das auch ihrem Spielsystem treu geblieben ist. Das hat es dann den Potsdamern nochmal ein Stückchen schwerer gemacht. Man hat sicherlich eigene Fehler gehabt, aus denen man aber gerade dann mit Blick auf die nächsten Spiele irgendwie lernen möchte. Jetzt folgen zwei gleich auch wichtige Spiele gegen Neuwied, einmal in der Liga, nächste Woche dann im Pokal. Das ist ein Team, das bisher noch nicht so ganz in Fahrt gekommen ist. Um das vielleicht einzuordnen, gab bisher in der Liga noch keinen Sieg. Jetzt könnte man als Fan vielleicht denken und als Außenstehender, das wird ein Selbstläufer und genau da fängt dann Sport eigentlich an, interessant zu werden, weil meistens ist es das dann eben nicht. So wie an dich die Frage, wie sehr peitscht euch denn Ricardo, euer Trainer, auf dieses Spiel ein, da auch wirklich 100% zu geben am Ende? I mean, of course we have to push 100% because it's they play different kind of volleyball. There is some different situation that they are doing, so we need to take care of our game, how we play, and We just need to focus to do basic things. We cannot try anything too much because it's like if we keep our level, it's for sure like our game. But of course we take every game seriously. Ja, also man muss sich vor allem auf die eigenen Stärken fokussieren, bei den Basics bleiben und dann eben das eigene Spiel durchziehen, um Neuwied schlagen zu können. Und das ist so, wie wir Ricardo, glaube ich, alle ganz gut kennen, kann ich mir vorstellen, dass er da Wert drauf legt, da auch wirklich bei den Basics zu bleiben. Das erste Spiel gegen Neuwied, das gibt es jetzt vor heimischer Kulisse. Ihr habt auch schon so einen ersten Eindruck bekommen, du in der letzten Saison mit Vilsbiburg, jetzt aber auch im ersten Heimspiel. Hat es dir denn gefallen, in der MBS Arena vor den Potsdamer Fans zu spielen? I mean, already last year, like the gym was great and the fans and the atmosphere, but of course it's more nicer now to be on Potsdam side. But yeah, already then I was thinking like, wow, this is great place for sure to play. And now I'm really happy to experience that one. Also das Spiel, das erste Spiel war in jedem Fall schon mal ein guter Aufwärmer, ein gutes Aufwärmspiel für die Saison und man muss dazu sagen, es war unter der Woche und trotzdem hat sich Suvi sehr wohl gefühlt, jetzt noch mehr auf Potsdamer Seite als im letzten Jahr auf der Seite von Vilsbiburg. Genau, das nächste Spiel steht an am Samstagabend, Aufschlag ist um 19 Uhr hier in der MBS Arena und mit auf der Platte dann sicherlich ihr beiden. Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Thank you.